Servus zusammen, erstmal schön, dass ich da sein darf. Ich habe mir gerade gefragt, wie soll ich eigentlich das Händchen zerlegen, wenn ich noch nicht mal das Mikrofon am Ohr habe? Ich hab's denn. Soll ich das einarmig machen, oder? Jetzt zerlegen wir einfach mal eins, oder Ole? Absolut, mit schwerer Flut. Also wir haben jetzt zwei Dinge gelernt. Erstens, wenn ihr cool sein wollt, werdet Metzger. Wenn ihr nur ein bisschen cool sein wollt, zerlegt Hähnchen zu Hause. Das sind so die zwei Regeln, die wir heute mitnehmen. Es wird richtig, richtig lecker. Ich muss hier gleich so schreien, dass auch am Stand nebendran alle mithören. Aber wir probieren es einfach aus und schauen mal, ob auch jemand zu essen kommt. Weil gerade tröpfelt es wieder ein bisschen. Ob die Barbecue-Szene auch feuchtfest ist, schauen wir mal. Wasserfest eigentlich, aber egal. Danke. Aber Rouge Freiland-Hähnchen, ne? Habt ihr mitbekommen? Ja, hab ich gehört vorhin. Ja, hab ich das ausgenommen, als Hähnchen. Ausgenommen habe ich mich nicht, aber zerlegt habe ich es. Wie die magst du, komm gleich. So ist fachlich richtig. Lasst euch schmecken. Danke. Also wir sind jetzt hier gerade bei Monolith, ist einer der geilsten Grillhersteller, der geilste Keramikgrillhersteller und unter anderem inzwischen auch Sponsor fürs Butcher Wolfpack. Und ich schaue mich jetzt hier gerade um und schaue mir die Möglichkeiten an, was man mit einem Monolith-Grill wirklich alles machen kann, um meinen Horizont noch weiter zu erweitern und und einfach nur wieder wirklich auch wieder Fan von diesem offenen Feuer zu werden. Und ich muss ganz sagen, es gelingt ihm gerade sehr, sehr gut. Also ich bekomme jetzt ein richtig geiles Steak zubereitet auf, also ein USDA Prime Tri-Tip Steak. Auf dem Monolith Le Chef wird mir zubereitet mit einem geilen Pizzabrot, das auch noch verfeinert worden ist, ja, also mit griechischem Joghurt. 10% des Wassers wurden von dem Pizzateig ausgetauscht durch griechischen Joghurt mit Gewürzen verfeinert und jetzt schön direkt gegrillt. Also ein hammermäßiges Gericht wartet jetzt gerade auf mich. Also ich hoffe zumindest, dass es hammermäßig wird. Und jetzt schauen wir mal. Also gleich muss es soweit sein. Also ich glaube, meine Steaks kann er schon rausnehmen, so wie ich es gesehen habe, aber er möchte vielleicht noch ein bisschen warten. Crunch macht dieses Fleisch noch interessanter. Das ist einfach eine Anhebung praktisch noch der Fleischqualität, weil du erst diesen Crunch hast und dann kommt praktisch dieser Fleischgeschmack. Also wir nehmen jetzt den nächsten Stand. Wir gehen jetzt mal, also zu Weber schauen wir nachher auch noch, aber da kenne ich nur einen, das ist nicht so wichtig. Ansonsten schauen wir jetzt dann noch zu Würzpott. Die haben ja unsere Weltmeistergewürze gemacht, da schauen wir jetzt als nächstes hin. Wir sind hier am Stand von Würzpott, unserem Partner in Sachen Gewürze. Und wir haben jetzt auch ein neues Gewürz rausgebracht für unser Butcher Wolfpack. Ich habe jetzt auch gleich einen neuen Satz bestellt. Würzpott vertreibt sehr hochwertige Gewürze, die sie unter anderem auch mit unserem Sponsor
Raps zusammen beziehen und macht tolle Gewürzmischungen, zum Beispiel für Lamm, für Steaks, für fette Steaks. Da gibt es immer unterschiedliche verschiedene Kreationen, auf die ihr da setzen könnt, um euer Steak, euer Stück Fleisch perfekt zu finishen oder vorher gut würzen zu können. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier, habe einiges probiert und habe es auch bestellt für den Laden, damit ihr auch in den Genuss kommt dieser tollen Gewürzmischung. Also jetzt macht das Wetter echt richtig schön auf. Heute früh hat es ja wirklich ganz, ganz schlecht ausgeschaut. Aber wir gehen jetzt einmal zum Metzgerfleisch, zum Alex. Und der Fabi, der hilft da auch kräftig mit. Also da lassen wir jetzt einmal ein wenig, ja, schauen wir mal, was die Jungs so aufziehen. Die machen hier, glaube ich, eine geile Feuershow. Da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Fabi, kurze Frage, was machst du eigentlich hier am Stand von Metzgerfleisch.de? Ich helfe beim Alex hier aus. Ich bin beim Alex bei zwei Seminaren im September zum Zerlegen. Und dann gefragt, ob ich Bock hätte, hier mitzumachen. Und da sage ich, klar, ist auf jeden Fall eine geile Horizonterweiterung und schön, alle Leute mal wiederzusehen. Ja. Ja, aber Arbeit ist auch deine, das ist doch auch deine Erfüllung, oder? Das ist doch geil, oder? Ja, absolut, ja. Schon geil, ne? Also im Moment sind es genug 20 Stunden Tage. Was willst du machen, ne? Jetzt live. Wir gehen jetzt gleich zu Gießer, meine absoluten Lieblingsmesser, die ich natürlich auch immer am Rücken bei mir habe. Meine Zeremoniemesser, meine Ausbeinmesser, alle meine Messer kommen von Gießer. Und da schauen wir uns jetzt einfach mal um. Vielleicht haben sie auch noch ein paar Neuheiten oder irgendwelche Sachen, die ich noch nicht habe. Also schauen wir einfach mal rein und schauen mal, was sie hier bei Gießer so zu bieten haben. Hier ist natürlich wieder eine schöne Messerpalette präsentiert. Ich bin natürlich voll der Messer-Fan, wo unangefochten, wo mir jeder sagen kann, was er will, was dieser auf jeden Fall die besten Messer hat. Also die haben den besten Wellenschliff, den es gibt. Also Brotmesser müsst ihr von dieser kaufen, weil alles andere könnt ihr in, also ich sag, ihr könnt über alles andere mit mir diskutieren, ob ihr jetzt die Messer besser findet oder die Messer, aber ich habe noch kein Brotmesser gefunden, das so geil ist wie von Gießer. Und da ist es egal, ob ihr jetzt das Premium Cut nehmt oder ob ihr diese Best Cut Serien auch mit dem Holzgriff dann habt, ja, die noch ein bisschen andere Form haben. Entscheidend dabei sind immer die Zacken oben drauf, ja, die sind nämlich richtig spitz und da könnt ihr jede Brotschneidemaschine in die Tonne treten, weil die schneiden auf jeden Fall besser. Also so viel mal dazu. Und mein Lieblingsmesser hat sich natürlich auch da. Was mir auch gleich auffällt ist, dass die neue Lasergravur dabei ist, zweifarbig, die schaut richtig edel aus, also auch bei uns bald im Handel, also bei uns im Laden erhältlich, mit der neuen Gravur obendrauf. Natürlich steht bei uns noch Freiwerk drauf, weil ihr habt ja die Schleiftime-Garantie. Also das heißt, ihr könnt lebenslang eure Messer zu mir zum Schleifen kostenlos vorbeibringen. Ansonsten haben wir hier noch ein paar Spielzeugmesser. Ja, das ist so das Taschenmesser für das Gemüse zu Hause. Ja, für Fleisch kann man sowas nicht ganz gut verwenden. Der Ausbeiner schaut ziemlich krass aus. Ich verwende den eigentlich bis jetzt noch nicht. Ich traue mir eigentlich nicht immer den zu schleifen, weil der schaut immer echt ein bisschen anspruchsvoll in Bezug aufs Schleifen auf. Aber hier kommen wir jetzt nochmal zu meiner Lieblingsmesserserie. Meine Lieblingsausbeinmesser, die Primeline, die habe ich ja auch in unserem anderen Video schon produziert, wo der Griff praktisch auch zweimal hergestellt wird. Erst wird die innere Griffschale gemacht und dann die äußere Super Grip Schale. Und ja, wie schon gesagt, die Flexibilität bei den Messern, die Verarbeitung ist einfach ausgezeichnet. Hammermäßig. Und ansonsten, ja, jetzt haben wir hier noch Anschleifsteine. Brauche ich jetzt nicht. Ich habe das geile Zeug, was auch da drüben steht. Was man hier natürlich auch noch brauchen kann, sind die Stähle. Dieser macht ja selber keine Stähle, aber die haben ziemlich geile. Mein Lieblingsstahl, der hängt jetzt da. Ja, genau, der letzte. Das hier ist mein Lieblingsstahl.
der ist praktisch, ja, ich sag mal, der hat bei leichtem Druck hat er eine ganz leichte Abziehwirkung und wenn ihr fester drauf geht, habt ihr auch eine leichte Schleifwirkung. Den finde ich ziemlich geil. Das ist so mein Favorite. Mal abgesehen davon, dass er auch einen goldenen Rand hat. Aber ansonsten haben wir auch sowas. Das hier ist halt ein Abziehstahl, den ihr direkt nach dem Messerschleifen noch verwendet, um den Grat dann wirklich auch perfekt aufzustellen. Der hat jetzt zwar einen roten Griff, aber das ist auch noch einer der Stähle, die eine kleine Schleifwirkung haben. Er hat hier noch so eine leichte Maserung mit drinnen, die praktisch die Schleifwirkung noch verstärkt, wenn ihr drauf drückt. Also von daher, es gibt da unzählige verschiedene Oberflächen, die ihr da verwenden könnt. Und ihr müsst eigentlich grundsätzlich einfach auch euren Stahl, der zu euch passt, zu euren Messern passt und zu eurer, wie soll ich sagen, auch Häufigkeit, wie oft ihr jetzt schleift, einfach passt. Also von daher müsst ihr euch einfach mal umschauen. Dazu müsst ihr natürlich wie auf die Deutsche Grillmeisterschaft kommen oder an den Messestand oder mal zu Gießer fahren und euch die Dinger einfach anschauen. Das ist auch ganz wichtig. Und jetzt habe ich noch was ganz Abgefahrenes entdeckt. Ist für mich als Metzger irgendwie ein bisschen befremdlich. Die Löffzette, so lustig, unten eine Pipette, oben Löffel. Aber ich habe mir sagen lassen, dass die Köche da total drauf stehen, weil wenn die anrichten müssen, brauchen die immer einen Löffel für die Soße zum drüberschütten und eine extra Pipette zum Anrichten. Und ich finde, ja, dafür ist es eigentlich ganz gut gelöst. Ich finde es trotzdem irgendwie total, keine Ahnung, abgespaced. Aber anscheinend, die Köche brauchen sowas. Also ich als Metzger brauche sowas nicht. Ich finde schon am Grill, so eine Pipette ist schon irgendwie Spielzeug. Ich will große Stücken Fleisch haben und da brauche ich auch eine richtige Grillzange. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt. Die erste Hälfte haben wir jetzt schon fast geschafft von der IDGM. Aber jetzt kommt noch die zweite Hälfte, viele verschiedene Grillhersteller. Da können wir uns mal umschauen. Vielleicht gibt es da noch irgendwas Neues, vielleicht noch irgendwas Aufwendiges, wo wir uns einfach nochmal, ja, vielleicht auch ein paar neue Grills holen können für die nächste Grillsaison. Einfach mal schauen. Wobei ich jetzt sagen muss, ich würde damit auch nicht auf der offenen Straße so rumlaufen. Ja, das habe ich nur für die Videos eigentlich auch an, oder wenn jetzt hier sowas ist wie die IDGM. Okay. Aber steht dir unheimlich gut, so macht Eindruck auf jeden Fall. Ja, danke. Das ist auch eigentlich der Sinn der Sache. Ne? Das war unser Tag hier auf der IDGM hier in Stuttgart. Wir haben viele Leute getroffen, wir haben viele Sachen gesehen. Und ja, ich kann euch einfach nur empfehlen, nächstes Jahr ist die IDGM wieder hier in Stuttgart, allerdings als Weltmeisterschaft. Und das solltet ihr euch unbedingt in den Kalender eintragen, denn da wird es einiges geben. Viele internationale Grillteams, viel mehr Hersteller, viel größer, viel krasser. Und deswegen dürft ihr sowas auch nicht verpassen, wenn ihr richtig gutes Barbecue sehen wollt und Neuheiten, die auf dem Grillmarkt unterwegs sind. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Servus!